Und damit willkommen zu Wie und Warum zähme ich einen Pulmono Scorpius? Wenn du einen Skorpion zähmen möchtest, empfiehlt es sich, Abstand zu halten. Sollte es ihm gelingen, dich bewusstlos zu stechen, bleibt dir nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis du endlich erlöst wirst. Das Gute ist jedoch, er hält selbst nicht allzu viel aus. Wenn dir das zu gefährlich ist, kannst du ihn mit einer Bola bewegungsunfähig machen. Nun kannst du deine zärtliche Seite rauslassen. Der Skorpion ist ein Feinschmecker. Mit normalem Fleisch kommst du bei ihm nicht weit. Er mag nur auserwähltes, köstliches Gammelfleisch von bester Qualität. Auch hier ist ein griffiger Name wichtig. Nun zu den Fähigkeiten. Der Pulmono Scorpius hat eine große, recht unbekannte Schwäche. Im Schere-Stein-Papier-Spiel ist er eine absolute Niete. Dieser unterbelichtete Skorpion wird immer die Schere wählen. Merkt ihr das? Er hat eine erstaunliche Stich-Schlag-Kombo drauf. Mit jedem Schaden betäubt er zusätzlich. Um genau zu sein, ist die Menge der Betäubung dreimal so hoch wie der Schaden an sich. Das Gift wirkt innerhalb von 10 Sekunden. Habe also ein wenig Geduld und spamme nicht den Angriff, wenn du Dinos betäuben möchtest. Der Skorpion ist an Land sehr schnell und wendig. Vor allem auf unglatten Ebenen ist er flott unterwegs. Einen kleinen Vorteil gibt es noch. Beim Reiten kannst du dich schreckhaften Dinos ein bisschen mehr nähern als üblich. Übertreibe es aber nicht. Nun zur Paarung. Der Skorpion fängt mit einer Art Scherenstellung an. Wenn sich das Weibchen nicht für ihn schert, stellt er seinen imposanten Stachel zur Schau. Das fruchtet immer. Schnell entsteht ein prachtvolles Ei. Dieses Ei ist sehr zerbrechlich. Behandle es also mit größter Vorsicht. Die Besonderheit hierbei, die Wunschtemperatur zu erreichen, kann am Anfang recht mühevoll werden. Oft ist es zu heiß. Dann wird es plötzlich zu kalt. Genau nebendran ist es genau richtig. Probier dein Glück am besten in Höhlen. The fuck? Jetzt hast du deine eigene giftige Armee. Zusammen teilen sie ordentlich Schaden aus, aber sei vorsichtig. Viel Leben haben die Kleinen nicht. Nun bist auch du ein Experte und weißt, wie und warum du einen Pulmono Scorpius zähmen solltest. Für mehr Videos gibt es hier eine Playlist. Du kannst mir auch gerne ein Abo dalassen.